So, wir sind immer noch auf der Leinetal Geflügelschau. Und Edu, du, wie lange bist du im Verein? Also insgesamt bin ich Geflügelzüchter schon seit der Jugend. Seit 1976. 76 bin ich hier in dem Gronau Verein und mit 14 war ich schon in der Jugendgruppe des Göttinger Vereins. Und Edu, warst du schon einmal Vereinsmeister in dieser Zeit? Nein, habe ich nie geschafft. Habe ich auch nie großen Wert drauf gelegt. Hast du keinen Wert drauf gelegt? Würdest du dich trotzdem freuen? Freuen würde ich mich immer. Ich sag nur, in diesem Jahr kriege ich. Ich habe den Katalog eben gewälzt. Ja. Mit Taschenrechner, Bleistift, habe gerechnet. Ich bin auf Platz 3, ich habe 2 Punkte weniger. Hinter Platz 1, eine Doppelbelegung auf Platz 1 von Uwe mit dem Mechelnern und dir mit dem Zwerg Welsummern. Und bei Punktgleichstand entscheidet doch der beste Hahn, oder? Eigentlich ja. Und du hast den besseren Hahn. Und damit bist du Vereinsmeister vom RGZV Göttingen und Umgebung. Applaus, Applaus, super. Edu ist neuer Vereinsmeister. Dann zeig uns mal deine tollen Tiere. Ja, heute Morgen. Da hängt schon wieder ein Band. Da hängt ja schon wieder ein Band. Ja, da hängt das zweite Band, was ich noch nie geschafft habe. 2 Leinetalbänder. Das normal fragen auch die Preisrichter, die Ausstellungsleiter, ob das der gleiche Züchter ist. Die haben das wohl irgendwie verbockt. Weil wenn ein Züchter schon eins hat, dann würden sie das einem anderen geben. Weil das auf der anderen Seite waren. Deine Tiere war die Grenze. Und das war ein anderer Preisrichter. Und deshalb hatte er da nicht nachgefragt, sondern einfach... Naja. Hast du quasi Glück gehabt. Ich muss auch mal Glück haben. Auf jeden Fall. Heute Morgen bei den Beinen, die ich übrigens am Montagabend als erstes aus dem Bestand genommen habe und hatte gleich die besten Hähne. Bist du dir sicher, dass es die besten waren? Na, 96 ist. Ja. Ist schon 96. Ist schon HV? Ja, ja. Das ist schon was, ne? Der ist aber auch eine Pracht. Ja, der ist wirklich sehr schön. Aber der auch. Der hat 94, aber was hat der? Flügellage straffer, in der Farbe nicht dunkler. Na, okay. Und bei den Hennen habe ich das Problem, dass es so viele waren. Nein, die hätten eine bessere Bewertung bekommen, wenn die am Flügelenden unten heller wären. Da kommt sehr stark so ein dunkles Braun durch. Aha, findest du? Siehst du das? Ah, und die zeigt jetzt quasi diesen Frischrücken, den ich meine. Eben, das habe ich bei meiner Bielefelder eben kurz besprochen. Der Rücken ist so ein bisschen gewölbt. Ja. Deshalb hat sie hier massiv Abzug gekriegt. Sie ist immer noch auf 92, aber durch den gewölbten Rücken. Ja. Der Rücken soll gerade sein. Der hat auch so, die hat auch so eine ganz kleine Beule da drin. Muss ich darauf achten, dass ich möglichst zur Zucht Hennen kriege, die eben einen geraden Rücken kriegen. Und ja. Ich habe ja genug Hennen zu Hause auch noch, dass sie möglichst diese braune Deckfarbe im Flügel nicht haben. Hast du das auf einer Karte gelesen? Oder nein, woher? Habe ich nicht auf der Karte gelesen, habe ich von einem alten Züchter. Haben nicht alle. Bei der kommt es nicht so stark durch, aber bei der Henne, da kommt es durch. Und die hat 95 Punkte, also richtig gut. Ja. Aber hier haben wir zu wenig Licht, da wird man nicht viel sehen. Also die Zwergwelsummer auf jeden Fall auch weitermachen, ne? Ja, die bleiben auf jeden Fall. Wenn ich schon alleine wegen der schönen Henne, das ist ja das Kriterium, warum ich die überhaupt gekriegt habe. Weil meine Frau unbedingt so einen schönen bunten Hahn haben wollte. Ja, die sind aber auch schön. Ja. Sind wirklich schön. Ach so, okay, ja, jetzt, also,
Feiert Edu in den Kommentaren für den Vereinsmeistertitel. Und wir machen dann jetzt kurz Pause und mit dem nächsten.